Verstärkung an. Und damit hallo und herzlich willkommen zu The Division 2. Was machen wir denn als nächstes? Wir wollten die Siedlung da unten, glaube ich, besuchen, ne? Aber wir haben hier jetzt eigentlich alles abgeschlossen. Da oben ist bloß der Stützpunkt. Den Kontrollpunkt müssen wir noch übernehmen. Den Hauptansatz haben wir abgeschlossen. Da ist noch was, was wir noch machen könnten. Unbekannte Aktivität. Ist das da schon wieder? Das geht mir gegen einen Strich. Warum ist das da? Lalalalalala. Niemand läuft außenrum. Immer geradeaus durch. Ist das wieder so ein... Was war das? Kontrollpunkt oder sowas? Hört mal auf, hier rumzuspacken da alle miteinander. Was ist denn da vorne los? Überall gibt's hier Straßenschlachten. Rettungseinsatz! Rettungseinsatz! Sag doch was, Mann, ich will da mitmachen. Wow. Shit. Die Bitch, da ist die Bitch. Sofortige medizinische Hilfe erfordert. Ja, bleib mal locker, Mann. Oh, oh. Schnapp den in der, Alter, wo kommt der her? Upsa, hä? Ey, du wirst mich doch verarschen! Alter, wie viele sind denn da? Jetzt reicht's. Ah. Weiß, da ist ein... Da ist ein verficktes Geschütz am Boden. Die greifen lieber mich an. Ich seh nix. Haben wir das jetzt endlich? Oh, Schlüssel? Ja, sehr gut. Wo sind die zu retten denn? Ah, da oben. Geißel. Ich wusste bis gerade nicht mal, dass es einen verdammten Rettungseinsatz gibt. Hey, was geht? Black Power! Wie so ganz chillig drin steht, so, ey, yo, Mann. Danke, cool. War echt Hammer, dass du mich gerettet hast und so. Weißt du? Voll krass. So ein Hühnchen. Nicht schmarre. Wir sind immer noch nicht da, wo wir eigentlich hinwollen. Ey, diese Nebendinger, die sind doch scheiße. Die lenken einen ständig ab. Fuck, Mann. In Division 1 hast du wenigstens einfach von Mission zu Mission rennen können. Jetzt kannst du hier komplett knicken, ey. Hier, schnapp dir den da, ich schnapp mir den da. Ah, komm schon! Dieses komische Rückgeeier, was die immer haben. Was ist der? Ein bisschen links bewegen, ein bisschen rechts bewegen. Propaganda. Ja, Propaganda. Propaganda. Ne, Nachschublieferung? Hä? Hey. Okay. Feinde haben eine Nachschublieferung geöffnet.
Warum so nett wie's? Sich nähernde Feinde erkannt. Wie sich halt extra duckt, damit er verreckt. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Oh, Bergen. Oh, oh. Du bist ein Witz. Er hat mich Witz genannt. Tschüss. Bumm. Hä? Ja, ist aber schön, dass du den Kopf rausreckst, du Depp. Ach, da ist er ja. Hä? Ich sehe da gerade gar nichts. Hä, warum denn? Dann halt so. Autohelm ist immer geil. So, kann ich jetzt mal einen Scheiß bergen, ihr Penner. Nachschublieferung eingenommen. Oh, da bekomme ich ja wirklich was. Sich nähernde Feinde erkannt. Was? Die sollen meinen Scheiß in Ruhe lassen, das gehört mir. Oh, anlegen. Nachschublieferung eingenommen. Ah! Zusätzliche Feindkontakte. Wie er halt meinen Scheiß haben will. That is my shit. Nein, Digga. Hat euch schon jemand mal verraten, dass ihr mir auf den Sack geht? War's das jetzt halt? Ne, da ist ja noch einer. Schnapp dir den mal. Feinde haben eine Nachschublieferung geöffnet. Erzähl keinen Scheiß, haben sie überhaupt nicht. Ach, da ist noch einer. Mir egal, ich berg jetzt das. Komm doch raus und zeig dich. Mein Geschütz mag dich. Nachschublieferung eingebaut. Oh. Wollen wir Waffe wechseln? Scharfschützengewehr anlegen. Alle Kisten sind nun leer. Nachschub erfolgreich geliefert. Hä? Sofortige medizinische Hilfe. Lauf doch! Was hat mich jetzt geschossen? Ey, du wirst mich jetzt... Ey, das ist der, also... An sich nix dagegen. Aber das ist der größte Dreckswitz in dem Spiel, dass die halt auf 10 Kilometer Entfernung mit einer fuck Mini... mit einer Uzi treffen oder was die da haben. Also ein bisschen Streuung könnten die schon haben. Ah... Da eigentlich hin? Erdloch? Was ist Erdloch? So schön das auch ist, dass die KI ein bisschen schlauer ist. Aber so ätzend ist es, dass die halt... Ich meine, das habt ihr ja vorhin auch wieder gesehen. Der Typ hält mit so einer Uzi oder was das ist. Oder mit einem kleinen Maschinengewehr oder so einfach auf mich drauf. Jeder Schuss Treffer. Jeder. Nicht wenn drauf schaut, dann streut es in alle Richtungen und du triffst 5 von 10. Es ist... Ah. Mit dieser Kritik bin ich auch nicht alleine, ja? Die habe ich nämlich auch schon bei einem Test und so gelesen. Aber die Nachschublieferung, die habe ich jetzt gemacht. Dann kann diese scheiß Nachschublieferung mich jetzt mal am Arsch lecken. Yeah. Schön, Sie gesund. Na, Schnauze. Gesund und munter, ich bin gerade verreckt, Mann. Das ist, glaube ich, das genaue Gegenteil von gesund und munter. Das ist... Verletzt und tot. Und wer zur Hölle versteckt Keramik in seinem Koffer? Läuft da einer rum und verteilt Keramik? Elektronik kann ich ja noch nachvollziehen. Wenn du ein Handy findest oder eine Grafikkarte oder irgend so ein Scheiß. Aber Keramik?
Ja, da ist eine Schüssel aus Keramik. Ich habe einen riesigen schwarzen Koffer, legen wir eine Schüssel aus Keramik rein. Alani Kelso. Ist das schon wieder ein Kelso? Keine Ahnung. Hallo meine Freunde, kennen wir uns? Oh, sagt ich schon, was ist das für eine Statue, Mann? Oh. Was soll das Loch da? Die Schloss Siedlung. Schaut aber echt geil aus. Wir sind alle tot. Was? Wie? Ich dachte, mich schon gewundert, warum das so gelb ist. Die ganzen Vögel sind tot. Das Reh. Oh, okay. Scheiße, was war noch das? Was ist da vorne? Ist das ein Kontroll? Ah, hier. Aber hier haben die noch was, oder? Ah ja, hier sind noch Sachen. Ja, aber hier sind auch tote Vögel überall. Alter, was für dreckige Wichser, haben die Giftgas eingesetzt, oder was? Naja, blöde Frage, klar haben sie es eingesetzt. Ja, leck mich doch am Arsch. Hä, warte. Achso, die haben sich in dem Schutzbunker. Und warum kann ich da einfach rumlaufen? Oder habe ich die Maske auf? Mörserangriff, Chemiewaffen. 7 Überlebende. Ja, Manny, 7 insgesamt. Der Sheriff ist gerade gekommen. Können Sie diese Leute in Sicherheit bringen? Ich werde den Bastard umbringen, der das getan hat. Du bist in Sicherheit, versprochen. Der Angriff kam vom Jefferson Plaza. Tun Sie, was nötig ist. Hey! Töten Sie alle. Ich bin gerade echt angepisst. Aber richtig angepisst. Und warum zur Hölle wird mir jetzt die Siedlung angezeigt? Hä? Und die ganzen Safehäuser? Verfluchte Und direkt ein Volltreffer. Die Trottel haben gerade die Knallmunition bemerkt. Sie machen sich davon? Sie raffen es einfach nicht. Gucken in den Himmel und fragen sich, wo es herkam. Und es werden immer mehr. Das ist doch ein Scherz. Mann, sind die blöd. Okay, nehmen wir für den Show-Effekt jetzt mal chemische Kampfmittel und Feuer. Schauen wir mal, was diese Munition drauf hat. Verstanden. Diesmal wird's für Sie wohl nicht so spaßig wie bei der Runde vorher. Nicht für Sie, aber für mich schon. Laut Kelso ging der Chemieangriff auf das Schloss von Plaza aus. Nicht wirklich überraschend, wenn man bedenkt, wie stark das Gebiet mit DC-62 kontaminiert ist. DC-62 ist eine Chemie. Oh, lass doch das weiterlaufen, ihr Spackos. Mann. Und direkt ein Ey, Spiel, du kotzt mich gerade an. Laut Kelso ging der Chemieangriff. Ach, jetzt geht's? Plaza aus. Nicht wirklich überraschend, wenn man bedenkt, wie stark das Gebiet mit DC-62 kontaminiert ist. DC-62 ist eine Chemikalie, mit der das grüne Gift bekämpft werden sollte. Allerdings ist sie unter bestimmten Umständen giftig. Die True Suns haben offenbar eine Waffe daraus gemacht.
Wir fürchten, dass sie ihre chemische Munition per U-Bahn transportieren. Kümmern Sie sich als erstes um die Züge. Sabotieren Sie anschließend Ihre Operationen und neutralisieren Sie den Befehlshaber, einen Mann namens Wilson. Ah, was für dreckige Spackos und Bastarde. Oh Gott. Ey, das war einfach eine Siedlung lauter mit Menschen. Tragbares Gerät erkannt. Hä? Wo denn? Ey, lass mich doch jetzt da mal irgendwo drüber klettern. Oder da rausgehen. Ey, und welcher Bastard schießt da die ganze Zeit? Bitteschön, Arschloch. Oh. Warte mal. Hier umrunden wir einfach. Stirb, Bitch. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Oh, untersuchen? Noch ein Scharfschützengewehr. Oh. Anlegen. Was greifen wir da eigentlich gerade ab? Chef, hast du einen Blaser? Alter, was bist du für eine alte Schachtel? Ja, so lange du schießen kannst. Das Objekt kommt von der Flanke! Hab keine Schusslinie. Ja, wo seid ihr denn? Da oben. Kleiner Wichser, jetzt schau raus! Magazin leer! Was ist das für eine Scheiße? Irgendwas vom Magazin leer und schießt weiter. Wie Alliierte in der Nähe rufen? Ach, keine Ahnung. Heilung, 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 Heilung. Schnappt ihr den? Der gehört mir. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Ich muss zu einem besseren Platz. Verfolgst du mich eigentlich oder so? Viel Spaß mit deiner Granate, Arschloch. Oh! Komm von der Seite! Warte mal, ist das. Kleiner Wichser! Die geht gleich hoch! Feuer auf Zielobjekt! Wie du mir gerade auf die Nüsse gehst, Alter? So. Warum verhält sich eigentlich die KI? Hat sie nichts ins Visier? Hau den weg. Wo kommen denn die jetzt plötzlich alle her? Achtung, Granate!
Schüsse. Zu spät für dich. Bitch. Ey, ist das ein Kontrollpunkt oder so? Die Drossel, ja. Ist da oben einer? Da oben muss doch irgendwo einer sein. Das geht da noch rein. Komm zu mir! Kleiner Wichser. So. Jetzt haben wir den Kontrollpunkt gesichert, obwohl ich eigentlich das nicht mal vorhatte, aber hey. Man nimmt, was man kriegen kann. Und ich hätte doch Alliierte loosen können. Verstärkung unterwegs. Wo ist jetzt der eine da? Registriere zusätzliche Feindkontakte. Hä? Was? Nein, hör auf! Oh Mann. Panzerer Feind, woher? Oh, Scheiße! Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Da kommt mehr von denen! Sie dürfen sich nicht heilen! Ah, geh doch weg! Hat er mich gerade schocken wollen? Oh Scheiße! Ey, ihr wollt mich doch gerade verarschen, oder? Was zur Hölle macht denn der? Ich sehe ihn. Hallo? Köpfchen. Gebe Deckung. Bei mir ist es sicher. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Warum bin ich gestorben? Hä? Ich blick grad nicht, was abgeht. Ach, das spielt man mal. Ach ja. Vor mich war in einer verdammten Sandsackmauer. Oh, ich hasse es so sehr, wenn die halt einfach vorbeirennen. Sorry, aber das ist kein Standardverhalten. Das ist kein Verhalten, was in Ordnung ist. Niemand rennt einfach so vor. Ah. Oh. Das ist wieder diese typische KI, die wo weiß, hey, der Gegner kann nichts machen, wenn ich einfach komplett vorlaufe. Shit happens. Darüber werde ich mich noch tausendfach aufregen in dem Spiel. Ja, muss jeder sehen, wie er will. Nach meiner Meinung ist es nicht in Ordnung. Weil, sorry, Alter, KI sollte sich auch so verhalten, dass er überleben will. Und jetzt so, ey, wir sind zu 10, wir sind 5 Leute.
Ich laufe jetzt einfach mal ins gegnerische Feuer rein, ist doch scheißegal. Explodier doch jetzt endlich. Machen wir jetzt das? Ne, ich mach jetzt den Kontrollpunkt weiter. Den will ich wirklich so aufmachen in der Aufnahme. Die würden jetzt alle wieder da sein, ne? Dann flippe ich aus. Also, so wie ich eh schon ausgeflippt bin. Oder so. Shaytech-Behälter erkannt. Die True Suns haben nicht weit von ihrer Position einen Zug entgleisen lassen. An Bord befand sich ein SHD-Tech-Behälter. Hä? Und die True Suns haben ihn vermutlich gefunden. Warum? Und zur Hölle hat mich das jetzt... Ja, egal. Ich dachte schon, hä, das ist doch was ganz was anderes. Ja, halt die Schnauze. Ich will nicht ins Einsatzgebiet. Ich wollte da nicht mal rein. Ich glaube, ich habe heute eine leicht aggressive Stimmung wieder.